Ja, willkommen zu meinem nächsten Projekt, Super Mario World. Und ich bin Peruaner und werde das einmal, ja, ganz schnell durchrushen, versuchen. Ja, das ist so mein kleines Let's Play, was ich einfach mal dazwischen haue, zwischen der Super Mario RPG, weil ich da... Oh, okay. Weil ich da gerade vor einem kleinen Problem stehe. Das Problem ist ganz einfach, dass es nach dem fünften Stern, ja, komme ich nicht weiter. Aus dem Grund, dass das Spiel einfach, ja, dann abstürzt. Wie man schon im 31. Part sehen kann. Der derzeit letzte Part. Es wäre traurig, wenn ich das schon wieder, wenn ich wieder ein Projekt abbrechen bzw. pausieren müsste. Hoffe ich mal nicht, dass das der Fall sein wird. Weil das Spiel macht eigentlich, es hat gerade wieder Spaß gemacht, finde ich. Meine Charaktere sind ganz schön stark und hat, ja, es hat gerade richtig Spaß gemacht, auch die hochzuleveln und gegen den Boss zu kämpfen. Und ja, leider, ja, will das Spiel nicht mehr weiter. Ich musste gucken, ob ich an irgendeine Lösung rankomme. Wenn nicht, gilt das Projekt leider als abgebrochen. Wiederum werde ich dann in die Hand nehmen, dass ich mal wieder Diddy Kong Racing weiter zocke. Wiederum muss ich... Wiederum ist auch ein Wort, was ich gerade häufig benutze. Nee, aber die Sache bei Diddy Kong Racing ist zum Beispiel noch, dass ich da erstmal noch den... Na. So weit weiter spielen muss, wie ich das letzte Mal, ja, wo der letzte Part geendet hat. Oder ich beginne das Projekt nochmal ganz von vorne, aber eigentlich, das würde ich nicht gerne machen. Weil dann wären die ganzen Parts weg und so und ja, mal gucken. Muss ich also schnell wiederholen und so weit spielen, wie halt ich in den Parts bin. Und dann mal gucken, wie, ja, wie das wann weitergeht. Das nochmal so nebenbei. Zack, 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 zack und... Naja, drei Leben. Ja, damit kann ich leben. Hahaha. Naja, damit, das werde ich erstmal noch... ja, das ist so mein Ziel, was ich noch demnächst machen möchte. Danach muss ich mir mal demnächst mal wieder neue Projekte ausdenken. Was anderes als Mario vielleicht. Jetzt habe ich ja wieder einen neuen PC, dadurch kann ich Sachen aufnehmen, die auch mit... spulen wir das mal ein bisschen vor. Ja, natürlich speichern, oder habe ich es nicht gespeichert? Ich weiß es nicht. Spiele, die für die N64 gut sind. Und die anderen, ja, ich kann auch mal andere... Wow! Schande, ich wollte die tatsächlich... Oh, das hat nicht funktioniert, schade. Ich wollte die tatsächlich gerade mit der Feuerblume alle erledigen. Hat nicht funktioniert. Na egal. Dann kann ich auch mal andere Emulatoren mir genauer angucken und eventuell, ja, da mir Spiele aus den Bereichen suchen. Wobei, ja, das erste wird erstmal sein Diddy Kong Racing. Danach, mir kommt so ins... Autsch. Nein. Yoshi, bleib verdammt nochmal hier, wenn ich mit dir rede. Nein, dann kommt... Ja, da muss ich gucken. Ich brauche für meinen Emulator verschiedene Plugins, nämlich, ja, ich bin ja nicht so bewandert in diesen Sachen. Da würde ich gerne doch, na, so Spiele spielen wie Yoshi's Story oder, ja, andere. Aber das ist noch so eine Sache, da fehlen mir derzeit die richtigen Plugins bei dem N64 Emulator. Und da muss ich mal gucken, weil sonst ja, fehlt immer irgendwas. Ich muss mal gucken, was der ob es den aktuellsten Plugin gibt. Und dann, ja, sehe ich mal weiter. So, was machen wir hier? Na komm. Erledigt. Und... Ja, okay.
Der Sprung ist sehr misslungen, aber gut. Ich, naja. Ja, das ist so meine Planung, die ich derzeit überlegen habe. Oder ich, ja, let's play mal ein Gameboy-Spiel. Habe ich auch noch eine Menge da, die ich gerne damals gespielt habe, und mit Emulator ist das immer ein bisschen einfacher. In Sachen Vorspulen, alles so, kommt man da, ja, schneller voran. Ja, das war klug. Okay, da ist keine Wand. Ich bin da selbst mal. Ich komm mal wieder her. Wollt ihr mich verarschen? Ah, da ist sie ja. So, ja, das ist ja beim Gameboy ab und zu ein bisschen nervig. Wenn man Sachen wie Pokémon spielt, dass man da keine Vorspultaste hat. Was würde ich geben, dass ich da ab und zu, vor allem bei so, was, das war mein Lieblingsspiel noch, die silberne Edition. Ja, da hat man ja so viel ja, so viel Zeit gebraucht. Und man musste noch mit richtig viel Strategie meistens gegen die Trainer kämpfen. Wenn man nicht unbedingt nicht tausend, aber richtig lange Zeit brauchen möchte, um seine Pokémon zu leveln. Und dann, wenn man dann später gegen Rot kämpfen muss. Oder Red. Ja. Das ist noch so eine Sache. Da würde man sich doch wirklich mal zum schneller Leveln sowas wünschen. Aber gut. Heißt nicht, dass ich Pokémon Let's Play. Mal gucken, was als nächstes so mir so entgegenspringt. Ich gucke mal, was ich hier an Spielen habe. Und dann gucke ich, ob ich die ROM dafür finde. Und dann mal sehen. So, was haben wir hier? Zack. Ja, wie wär's denn mal mit einem sinnvollen Power-Up? Ja, dann, wenn ich ein sinnvolles Power-Up haben möchte, sollte ich vielleicht auch nicht unbedingt das, na, die Sachen nehmen, die das halt, die nicht sinnvoll sind, wenn ich, also sinnvolles Power-Up im Sinne von. Nein, ich habe da irgendwas vergessen. Das Spiel ist für mich zu halb blind, aus einem einfachen Grund, ja, weil ich wirklich hier kaum eine Ahnung habe eigentlich. Das meiste habe ich gesehen und ich versuche ja hier so ein bisschen cool rüber zu wirken, rüber zu kommen, rüber zu wirken, rüber zu kommen und indem ich einfach hier durchwasche. Sonst habe ich das Spiel schon mal bis zur Hälfte irgendwie mal gezockt, aber nicht mit Save States und alles. Und ja, das war nicht gerade so toll. Sehr lame eigentlich. Aber das würde ich hier mal ein bisschen ändern. Einfach so bis Bowser durchkommen. Das ist mein Ziel. So, wozu brauche ich? Ne, den brauche ich ja gar nicht. So, das war das dazu. Eines dieser Mario-Klassiker, den ich nicht gespielt habe, ärgert mich so ein bisschen. Das ärgert mich, aber ich habe so viele Mario-Spiele durch und kam erstmal gar nicht darauf, mal Super Mario World zu spielen. Aber ja, es haben schon so viele Let's Played, aber ich Let's Play das einfach mal so. Ja, weil es mir Spaß macht. Und ja. Na, Moment, da komme ich durch. Jo. Einfach mal ganz schnell. Autsch. Oh Mann. Ja, das hatte ich damit auch erledigt. Das war peinlich. Das zeigt mir wiederum, dass ich das Spiel noch nicht so, noch nicht genau, das Spiel einfach nicht kann eigentlich. Oh. Ah, wow. Da habe ich mir was getraut. Hier muss ich hier hin. Na komm. Mal gucken. Hier ist ein Power-Up drin. So. Jetzt noch nicht drüber springen. Erst ein bisschen warten. Oh. Das war auch mal wieder sehr mutig. So, jetzt da rein. Und jetzt.
Geh doch mal. Wow, das war dann wiederum gar nicht schlecht. Ja, damit haben wir den ersten Boss erledigt. So nennen wir das, glaube ich, oder? Auf jeden Fall, wie hieß der Typ hier? Komm, ich habe ja gleich einen Namen für den, den ich erledigt habe. Thank you. Ja, Eier reden mit uns. Das ist auch nichts Neues. Iggy Cooper, genau. Das ist der Typ, den wir erledigt haben. Ja, damit beende ich einfach mal hier den Part. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wo wir dann bis zum nächsten Schloss machen. Bis dahin, ciao, ciao.